Zuerst schlagen die Attentäter auf den Ramblas zu, der beliebten Flaniermeile im Herzen von Barcelona. Dann 4 Stunden später im Badeort Cambrils. Am 17. August 2017 verübt eine Gruppe von Dschihadisten 2 Anschläge in Katalonien. Mit Fahrzeugen mähen sie Passanten nieder. Sie töten insgesamt 16 Menschen und verletzen mehr als 100 weitere. Die meisten der marokkanischstämmigen Attentäter stammen aus der Kleinstadt Ripoll in den spanischen Pyrenäen. Sie waren gut integriert, sprachen gut Katalanisch und hatten nicht-muslimische Freunde. Im Zentrum der Ermittlungen steht der radikale Imam Abdelbaki Es-Satti. Er kommt bei der Vorbereitung der Anschläge ums Leben. Nach einer Haftstrafe wegen Drogenhandels hatte er junge Muslime in dieser Moschee radikalisiert. Esta radicalización pasó por alto. Diese Radikalisierung wurde sogar im engsten Zirkel übersehen. Und wenn sie sogar im engsten Kreis nicht bemerkt wird, von Menschen, mit denen sie 24 Stunden am Tag zusammen sind, dann ist sie von der Polizei nur sehr schwer zu entdecken. Claro, difícilmente va a ser detectado por la policía. 3 Verdächtige warten im Gefängnis auf ihren Prozess. Weiterhin unklar ist, ob sie von außen gesteuert wurden, also etwa durch direkte Befehle der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat. Dafür hat die Polizei nach eigenen Angaben bislang keine Beweise.